In dieser Anleitung zeigen wir, wie Sie Promo-Pakete mit Unity-Split-Lizenzen mit dem Swapping-Guthaben in Smartcoins bezahlen können. Sie können Ihr verfügbares Swapping-Guthaben auf der Website plcswapping.com im Widget Swapping Smart Balance im Dashboard überprüfen. Wir beginnen also mit der Bezahlung des Produkts. Melden Sie sich dafür auf der DeFiU-Website an, wählen Sie die Lizenz aus, die Sie kaufen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Purchase – Kaufen. Es öffnet sich ein Fenster zur Auswahl einer Zahlungsart. Wählen Sie die Zahlungsmethode Swapping Smart aus, stimmen Sie den Bedingungen zu, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren, und klicken Sie auf Purchase. Anschließend werden Sie zur Anmeldeseite von Platin_Passport weitergeleitet. Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden. Oder bestätigen Sie die Anmeldung von Ihrem Benutzerkonto aus, wenn Sie bereits angemeldet waren. Anschließend werden Sie zur Zahlungsseite weitergeleitet. In diesem Fenster werden Ihre Ordernummer, der Countdown-Timer, der Smart-Betrag und Ihr aktuelles Guthaben angezeigt. Um die Zahlung abzuschließen, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Text "Yeah, I want that". Warten Sie auf eine Zahlungsbenachrichtigung. Fertig! Sie haben das Produkt erfolgreich mit Ihrem Swapping Smart Guthaben bezahlt. Nachdem Sie die Zahlung getätigt haben, werden Sie im Dashboard der PLCS Swapping Website sehen, dass sich der Wert im Widget Swapping Smart Balance reduziert hat. Jetzt muss die Lizenz noch aktiviert werden. Gehen Sie dazu zum Menübereich My Licenses, suchen Sie die gekaufte Lizenz aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Activate. Wenn Sie sich Ihren Aktivierungsverlauf ansehen möchten, gehen Sie zur Registerkarte Activation History. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihre Unity Split Lizenz erworben und aktiviert. Im Dashboard des Widgets Total Unity Split Limit sehen Sie, dass sich Ihr verfügbares Split Limit erhöht hat. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie diese jederzeit an unser Support-Team senden und wir werden diese gerne beantworten.